Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier. Hier geht es um das Bild zu vergrößern mit Photoshop. Das heißt, wenn ihr links zu wenig Bild habt, rechts zu wenig Bild oder oben zu wenig Bild habt, wie kann man das machen, dass man einfach wieder ein bisschen mehr Bildmaterial bekommt? Das geht ganz einfach mit Photoshop. Dafür müssen wir jetzt erstmal auf den Desktop wechseln. Hier am Rechner. Und jetzt zeige ich euch mal, wie man ein Bild vergrößern kann. Wenn zum Beispiel jetzt hier rechts oder links oder oben uns etwas Platz fehlt, dass wir uns noch etwas hinzufügen können. Das ist im Grunde ganz einfach, es sind nur ein paar kleine Schritte. Also ich gehe immer hin und tue mir erstmal eine Kopie von der Ebene machen. So, das können wir uns ja hier unten wunderbar hinziehen oder rechte Maustaste, wie ihr es gewohnt seid, oder Tastenkombination. Ich mache das immer so. Jetzt haben wir das Bild einmal dupliziert, wir gehen oben auf die Kopie drauf und wir nehmen einmal hier das Werkzeug Freistellungswerkzeug, okay? Wir klicken das einmal an, dann ziehen wir uns hier einen Rand. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, um das Bild zu vergrößern. Ich möchte euch jetzt diese Möglichkeit zeigen, ja? Also wir ziehen uns das erstmal so groß, wie viel wir das jetzt überhaupt brauchen. Dann haben wir das so gezogen, bestätigen mit der Enter-Taste. Soweit ist es ja noch recht unkompliziert und der Rest natürlich auch. Jetzt gehen wir hier oben links wieder hin und suchen uns das Auswahlrechteck-Werkzeug. Wir klicken das einfach an, markieren uns jetzt hier die Stelle, die wir jetzt gleich vergrößern lassen wollen. So, zum Beispiel so, dann haben wir uns das markiert, gehen auf Bearbeiten, Inhalt basiert skalieren. Jetzt ziehen wir uns das zur Seite, drücken wieder Enter und schon haben wir das Bild breiter gemacht oder uns etwas mehr dazu geholt. Dasselbe machen wir jetzt hier mit oben, wieder markieren, bearbeiten, inhaltsbasiert skalieren und wir ziehen uns das wieder nach oben und drücken wieder Enter. Und wie ihr jetzt bestimmt schon erraten habt, machen wir dasselbe jetzt hier auch. Also ich ziehe mir das alles so entlang. Es gibt natürlich auch Tastenkombinationen, die man machen kann. Und wir ziehen das jetzt hier wieder. Und jetzt seht ihr, oben fehlt was. Habe ich nicht sauber gearbeitet, gar kein Problem. Wir ziehen das einfach jetzt ein Stück hoch, drücken wieder Enter und haben unser fertiges Bild. Also ich denke, das ist eine richtig einfache und gute Möglichkeit. So hat es am Anfang ausgesehen. Und jetzt haben wir einfach mehr Rand dran. Das heißt, wenn ihr das zu knapp fotografiert habt, aber sagt, ey, das ist trotzdem noch ein cooles Bild, könnt ihr das Bild weiterhin verwenden und müsst es dort nicht wegschmeißen. So, wir haben jetzt so ungefähr 2 Minuten 40 dafür gebraucht. Mit ein bisschen Gebabbel noch da dran. Seht ihr mal, wie schnell das überhaupt geht, um das umzusetzen. Und das macht man ja nicht bei jedem Bild, sondern vielleicht bei 1, 2 Bildern, wo man sagt, oh, ein bisschen knapp beschnitten. Aber hey, jetzt wisst ihr, wie es geht. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Lasst gerne ein Like da, sagt euren Freunden Bescheid, dass ihr hier was Cooles gesehen habt. Vielleicht ist das ja was für eure Freunde. Dann Dankeschön und bis zum nächsten Video.